Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Is It Love Blue Swan Hospital. Ja, ja, ja. Ärzte aus Leidenschaft oder sowas, ne? Oder Grey's Anatomy oder... Ja, das Spiel, dafür unterbreche ich jetzt erstmal The Parallax, weil das Spiel ist ziemlich neu. Das ist seit einer Woche oder seit zwei auf dem Markt, also draußen erst. 7.1. kam es raus und ich bin mal gespannt. Zumal bin ich gespannt, wie ihr darauf reagieren werdet. So, so sehen die das Titelbild davon aus. Ja, 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 ja. Ja. Also, ich weiß nicht, was für Charakter wir spielen werden, aber es geht ja jetzt auch gleich los. Warte mal, wie ist die Lautstärke? Ja, ich, ja. Na. Ach, komm, nee, egal. So, los geht's. Wahrscheinlich dieselben Sachen wie bei Drogo. Drogo kommt auch weiterhin noch raus, weil Drogo habe ich jetzt angefangen, steckt da so mitten in der Story drin. Ne? Hallo und herzlich willkommen, Is It Love? Blue Swan Hospital. Tippe bitte auf den Text, um fortzufahren. Das hier ist die Hauptfigur deiner virtuellen Liebesgeschichte. Okay. Es gibt viele Entscheidungen zu treffen. Manchmal hast du nur begrenzte Zeit dafür. Deine Entscheidungen werden die Geschichte deines Liebeslebens und deine Karriere beeinflussen. Aber das ist noch nicht alles. Du hast auch die Möglichkeit, Spezialszenen freizuschalten, ja wie bei Drogo. Ganz klar. Diese Szene ermöglicht es dir, die Perspektive einer anderen Figur zu erleben. Wenn du dann Spezialziele verpasst, kannst du das Kapitel noch einmal spielen. Öffne einfach das Menü in der Ecke oben rechts und wähle Kapitel. Es liegt an dir, die richtige Entscheidung zu treffen und die Spezialziele freizuschalten. Haben wir ja mit Drogo ja auch. Wichtig, um die in der Geschichte voranzukommen, brauchst du Energiepunkte. Ja. Du bekommst jeden Tag 300 gratis Energiepunkte. Ja. Das wissen wir alles. Falls du all deine... Ja, genau. Heute neu beschenke ich dir am Anfang einen Energiebonus. Du befindest dich in den unteren Menü der Energie. Okay. Jetzt weißt du alles, um dein Abenteuer beginnen zu können. Hast du noch Fragen? Alles klar. Weiß Bescheid, Pöbi. Wunderbar. Nur noch eine letzte Sache. Sag mir doch bitte, wie du in der Geschichte heißen möchtest. Scheiße, wie heiße ich denn? Sahnetrüffelchen heiße ich in der anderen Days. Ne? Ich heiße... Sahnetrüffelchen, Himmeltürchen hieß ich da, ne? Ich heiße ganz banal. Okay, warte, ich hab's. Ganz banal heiße ich jetzt. Ganz, keine große Sache. Maria. Heiße ich nämlich hier. Ups, okay. Bist du sicher, dass du dich Maria nennen möchtest? Das ist denn während der ganzen Geschichte? Ja. Ja, ich will Maria heißen. Wie lautet dein Nachnamen? Okay. Cheesecake. Es muss doch einen Haken haben, ja. Bist du sicher, dass du Cheesecake nennen möchtest? Das ist denn während der ganzen Geschichte? Ja, möchte ich. Ah ja, ich will so heißen unbedingt. Herzlich willkommen, Maria Cheesecake. Viel Spaß beim Spielen. Jupp. Und jetzt geht's los, Leute. Aufregung, Aufregung, Gespanntheit. So, um sicherzugehen, dass sie niemals ihre Fortschritte spielen, laden wir in den Facebook-Konto. Okay, warte mal, das geht euch gar nichts an. So, ist es verbunden. Langsam geht die Sonne auf. Nicht über den Wolkenkratzer von New York City, dem wir so vertraut sind, sondern über den Palm vom Gesäumten in Los Santos. Okay. Ich würde gerne den Sonnenaufgang genießen, aber mir fehlt die Zeit. Ich spüre, wie sich die Nervosität auf meinen Magen niederschlägt. Atme, Maria. Tief durchatmen. Seit Jahren warte ich auf diesen Moment mit der Assistenzärztin. Meine Zukunft liegt vor meinen Augen. Es ist ein beeindruckendes Gebäude. Bekannt in den ganzen USA. Das Blue Swan Hospital. Ich suche den Personaleingang, aber ich finde keinen. Ich sehe nur den Eingang für die Notaufnahme. Nur da rein. Ja, ich zögere. Denn wie der Name schon sagt, ist dieser Eingang für die Notfälle vorgesehen. Ja, und dann darfst du da nicht rein, ne? Klar. Ja.
Ich halte deinen Achso. Ich halte deinen Arzt, der auf dem Weg zum Blue Swan ist. Maria. Entschuldigen Sie, wo ist der Haupteingang? Da drüben. Der Arzt weist vage in eine Richtung, was mir nicht wirklich weiterhilft. Wenn wir durch den Noteingang gehen, ne? Durch den Notfalldings, dann haben wir den ersten Tag. Ich suche einen anderen Eingang, der fürs Personal gedacht ist. Ich gehe vor dem Krankenhaus auf und ab, aber ich finde keinen. Das Heulen einer Krankenwahnsinnigen zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Normalerweise steht auch überall auch Eingang und hast nicht gesehen und sowas drauf. Das Fahrzeug hält mit quietschenden Reifen an der auf der anderen Straßenseite. Die Rundumleuchte wirft farbiges Licht auf die Fassade des Blue Swan. Ich schaue zu, wie der weiß-rote Wagen vor der Notaufnahme fährt. Die Leute eilen aus dem Wagen, um ihn zu passieren zu lassen. Okay, ich dachte schon gerade, ich habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Dann höre ich in der Ferne, wie eine zweite Sirene, die sich stellen hört. Okay, das was los, das Action. Ich wende meinen Blick auf diesen zweiten Krankenwagen, auf den unmittelbar ein dritter folgt. Ach du Scheiße! Drei Krankenwagen auf einmal? Ein schlechtes Zeichen. Und ich bin Assistenzärztin. Das ist wahrscheinlich ein Job für mich. Mein Herz beginnt an zu rasen. Ich presse meine Fäuste zusammen. Was passiert? Ein Erdbeben? Manchmal braucht es keine Naturkatastrophen. Menschen können gefährlicher sein als jedes Tsunami. Das stimmt. Man hört's? Das war eine gute Zeit. Ich folge den letzten Wagen, als er sich geschwind neben die beiden anderen stellt. Hoffentlich soll ich das nicht so laut. Krankenschwester, Tragenträger und Ärzte umringen das Fahrzeug in einem Ballett aus weißen Kitteln. Schön. Ich denke nur eins, ich muss eingreifen und helfen. Klar, ich bin ja auch ein alter Dingsda. Das Bild von Nolan kommt mir in den Sinn, das tut es immer wieder. Wäre ich doch damals schon Ärztin gewesen, hätte ich im Krankenwagen doch nur etwas für ihn tun können. Es bringt nichts, in der Vergangenheit zu fahren. Mit einem Winken meiner Hand wischt das Bild hinfort und reißt mich zusammen. Warte mal, ich glaube, die Musik muss echt mal ein bisschen leiser sein. Oder vielleicht gar nicht. Das ist immer. Jetzt bin ich Ärztin und kann helfen. Also ist das höchste Zeit, meine Fähigkeiten den Dienst anderer Menschen zu stellen. Genau. Es gibt viele Verletzte und ich weiß, dass ich nützlich sein kann. Und wenn es nur ist, damit die Patienten sich umsorgter fühlen. Es kommt ein Krankenwagen nach dem anderen. Oha, zu viele. Maria, deine Assistenzzeit hat noch nicht offiziell begonnen. Ich gehe zu einem Jungen mit einem blutigen Pullover. Dabei überlege ich, was ich sagen kann, um ihn zu trösten. Aber eine Krankenpfleger ist vor mir da. Beruhigt ihn mit sanfter Stimme und bringt ihn in Triage. Ich muss mal gucken, wenn Inka kommt. Wenn ich immer so lange mache, dann mache ich dann, gucke ich dann, ob Inka kommt. Ne? Der Sanitäter des ersten Fahrzeugs ruft Trageträger und der Krankenschwester, die eine Patientin übernehmen. Etwas zu. Verkehrsunfall, Schulbus gegen LKW. Mann in den 40ern, ein Metallstab steckt in seinen Arm und er hat weitere oberflächliche Verletzungen. Ein Fall für die Chirurgie. So mag ich das. Ja, klar. Metallstück im Arm. Eine junge Ärztin kommt und prüft die Brillenreflex des Opfers mit ihrer Stiftlampe. Ich wollte gerade Stiftlampe sagen. Ihre sanften Kurven und ihre augenfälligen Schönheit wächst resolut. Ihre haselnussbraunen Augen haben sie irgendwie alle da, strahlen eine gewisse Güte aus, aber ihr Gesichtsausdruck geschenkt. Mit gebieterischer Stimme fragt sie: Ist das der Fahrer? Nee, warte. Ist das der Fahrer? Ruf mich! Nein, das ist auch scheiße. Naja, ist das der Fahrer? Der Sanitäter antwortet unbeeindruckt im gleichen Tonfall. Ja, er fuhr den LKW. Großes Blutbild. Erweiterter Stoffwechseltest und Computertomographie. Los!
Die Krankenschwester und Sanitäter eilen mitsamt der Trage durch die Tür in der Notaufnahme. Die Türen schließen sich hin, denn ich fühle mich vom Adrenalinschub wie elektrisiert. Die Situation bestätigt mein Bauchgefühl. Ich möchte Notfallchirurgin sein. An vorderster Front und denen zu helfen, die das meiste gebrauchen können. Und Eka kommt. Jetzt machen wir eine kleine Pause.